530 Sanitäter und Ärzte sind startklar für das Münchner Oktoberfest. Tausende Wiesngäste werden auch dieses Jahr wieder auf der Sanitätsstation erwartet. Neu ist in diesem Jahr ein elektrisch betriebener Treppenstuhl. Also wir haben dieses Jahr das allererste Mal einen Treppentransportstuhl im Einsatz, mit dem wir Patientinnen und Patienten, die sich zum Beispiel auf der Empore im Bierzelt verletzt haben, sicher und auch schonend für die Mitarbeiter heruntertransportieren können. Die Station geht ab Samstag in den 24-Stunden-Betrieb, sodass Patienten auch zum Ausnüchtern dort bleiben können und nicht in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Neben alkoholbedingten Aufenthalten gehören Schnittwunden zu den häufigsten Verletzungen.